Ja. Ich bin der Professor Dr. Eich. Und wir haben uns hier zusammen gefunden, um die Welt der Pokémon in gewisser Weise unsicher zu machen. So. Dann gucken wir mal, wie ich den Bock hier jetzt am besten wegkloppe, wa? So. Ich bin richtig next level jetzt. Ja, durch die Verteidigung. Cool. Ja, ich wollte mal zeigen, wie man es nicht richtig macht. So. Hatte ich überhaupt volles Leben? Kleinen Augenblick. Ich werde noch einen Trank reinschmeißen. Okay. So, meine lieben kleinen Pisser. Meine Pissoirs. Eigentlich müsste ich erstmal dieses Skelett. Also die anderen halt erstmal weghauen. Das ist so scheiße, wenn man gegen zwei muss. Komm, ey. Davor war das besser, da hatte ich die Burg her fast sogar alle. Aber. Ja, da ist halt auch ein bisschen Glück dabei, ne? So. Boah, okay, du kriegst auch noch einen auf die Fresse. Ja. Ja. Ey, 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 der Bokeh macht über. Der ist hinter mir. Wartet. So. Weiter geht's. Ja. Das ist so unfair. Oh Mann, der kommt bestimmt gleich von links. Rechts. Oh Scheiße. Nein. Okay, wir tun einfach so, als ob das alles gar nicht passiert ist, ne? Okay. Wartet. Einen Moment. Wartet. Psst. Psst. So, herzlich willkommen bei Risen. Ich bin Pfeig. Und wir kloppen jetzt die Skelette um. So, hier linke, rechte, rechte, linke. Du Fucker, du. Oh nein. Ganz rechts war eine Panzerlibelle. Ja. Panzer. Das war schon mal Nummer 1. Oh Mann, kommt, ey. Stellt euch doch nicht so an, Mann. Immer weil das 2 sind, Mann. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ey, was kontert der mich? Ey, will er mich verarschen, oder was? Gott. Mann, was soll das denn jetzt hier, Mann? Ich wollte einen gemütlichen Part Risen starten hier. Und dann fuckt er mich ab. Ey, es ist unglaublich. Du kleiner Penner, du. Ja, was willst du von mir, Mann? Mann, wieso muss ich denn auch gegen 3 kämpfen? Das ist unfair. Im 101 würde ich alle fertig machen. Ja, komm. Was? Du kannst mich am Arsch lecken. Ich gehe jetzt wieder. Kein Bock mehr. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss. Ja, aber ohne Scheiß jetzt hier. Ey, da macht man einmal eine Partpause. Und dann will man nächstes Mal starten. Und dann sind die einfach so abgefuckt. Warte mal kurz. Was ist das hier? Hier klebt irgendwas. Na egal. So, ich werde jetzt eine andere Taktik fahren. Na los. So. Kommt hoch. Kommt her, Mann. Jetzt reicht's mir. Wir sehen den anderen. So. Jetzt kommt der Bock. Alter, was willst du von der Seite, du kleines Stück Scheiße? Ja, jetzt greift er mich wieder an. Ja, weil ich jetzt wieder abgelenkt bin. Ja, jetzt greif mich, du... Alter. Ich raste so aus. Ich hätte fast wieder irgendwas zerstört. Oh, ganz ruhig. Ey, wie kann man nur von kompletter... Ich war komplett ruhig. Als ich den Part angefangen habe. Und jetzt... Ey, wie kann man nur so schnell in 5 Minuten so in Rage geraten? Oh, das fuckt mich so ab. Und nur wegen 1 gegen 3. In einem fairen 1-on-1 werden die so easy. Ja, komm hoch, alleine. Stück Scheiße, du. Ja, was? Ja, hier. Bock her, kann nix. Ja, der nächste kann nix. Ja, komm. Ja, hier. Alle einzeln rausgeholt. Nix können die. Vasallenring. Cool. So. Machete. Alles Scheißwaffen. Alles Scheiße. Fuck Skelette, Mann. Panzergrillen. Nein! Was, Mann, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ist das hier? Boah, Leute. Cool. Wunderschöne Musik. Hammer. Herrlich. Ich freue mich. Ja. Ja. Los. Alleine bitte. Ja. Jetzt will ich wieder angreifen zu fünft. Ja. Es sind solche Penner, ey. Es sind solche Penner. Er hat Delay. Ich kann's alleine nicht machen. Ich bin scheiße, ich bin so schwul. Du bist ne, es wird heute nichts mehr, ne? Das wird heute nichts. Entweder... Toll. Ey, da will man schnell speichern und dann lädt man. Ey, ich hab die Kacke. Ach, was ist das denn, Mann? Mann, komm doch her, was macht er denn? Ja. Ja. War, ja. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Ja, so ein Stück Scheiße, ey. So ein nichts nutzt Stück Scheiße. Greift nur an, wenn ich Delay habe.
Ja, was ist jetzt? Nun kommt jetzt mal her, oder was? Ohne Scheiß, guckt euch das doch an. Jetzt, ihr habt es jetzt eindeutig gesehen. Die können nur was, wenn sie... Alter, das ist doch... Alter, was sind das für Schwachmaten? Im 101 können die gar nichts. Nix! Die können nur angreifen. Das kann sogar... Alter, das können sogar Omas. Wenn das jetzt drei Omas wären, dann kann die eine auch angreifen, wenn ich Delay habe. Das ist keine Kunst. Useless fucker, Alter. Guck, was die machen. Die stehen da rum und tanzen. Man kommt doch hoch. Alter, wie sind die geboren worden? Irgendwas ist definitiv schief gelaufen. Ja, hier. Komm hoch, Mann. Los. Ja. Ja. Na, hier. Ja. Mann, wisst ihr was? Ich hab keine Lust mehr, Mann. Mann, jetzt hab ich mir auch... Alter, ich krieg die Krise. Toll. Super. Ja, wir haben in den ganzen 10 Minuten bis jetzt noch nichts gemacht. Schön. So will ich, dass ein Part anfängt. Useless. Dass man nichts macht, dass ich schön nichts mache, ne? Das ist schön. Da freut sich jeder Let's Player. Nichts machen. Ne? Da ist die Zeit sinnvoll angelegt. Definitiv. Na, hier ein Stück Scheiße. Meine Fresse, ey. So, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Jetzt kommt das automatische Speichern. Na, pen. Speichern. So. Scheiß Wetter, aber was soll's. So. Ach, der, warte mal. Einmal angreifen, zweimal. Also, die greift einmal an, ich schlage. Das sind ja schon wieder so komische Zwillinge, die nur angreifen können, wenn. Oh mein Gott. Gibt es auch Gegner, die was alleine können? Oder wurde das abgeschafft? Tschüss. Ich penne wieder eine Runde. Mann, geh weg. Ach, geh doch weg. Alter. Alter, was willst du von mir? Alter, jetzt reicht's mir. Du scheiß Eierpflaume. Dein Vater wäre nicht stolz auf dich. Mann! Man erinnert sein Angriffsmuster, dieses Stück. Ja, komm. Alter, Leute. Ich wäre richtig ausgerastet. Ich wäre richtig ausgerastet. Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. Warum bin ich hier? Klar, ich wollte da diese Schätze, diese Gräber da ausgraben. Aber wieso bin ich denn hierher gelaufen? Einfach nur so, glaube ich, ne? Warte mal. Ich bin ja sogar... Genau, hier war das Grab, oder bin ich hier einfach hier hochgelaufen? Genau.
Was mache ich da? Warum bin ich überhaupt hier? Das ist ja komplett useless. Einfach nur zum Erkunden, glaube ich. Ja. Schön. Ich racker mich hier ab für nix. Ohne Belohnung arbeite ich eigentlich nicht. Ach nein. Ist da irgendwas Besonderes? Ich laufe erstmal den anderen Weg. Erstmal Heizung anmachen. Es ist übelst kalt heute, wartet. So. Es ist ja. Ich bin ja hier auf einer Insel, ne? Ach, hier bin ich. Und da man auf das auf der Insel ja recht warm aussieht, mit Meer, mit ja, Wasserfall und so, muss ich mich da natürlich anpassen und auch dementsprechend das Klima hier in meinem Zimmer aufrechterhalten. Damit das authentisch ist. Ja. Naja, das kennen wir schon. Ja. Ja. Es greift eh wieder dieses Stück Scheiße von der Seite an. Ja. Das, ich habe nichts anderes erwartet. Das ist. Ach, wer hätte denn das gedacht? Ach, die machen ja neue Sachen. Die kenne ich ja gar nicht. Was ist denn das? Ach, das. Oh, das Skelett hat von der Seite angegriffen. Ach, ich bin ja so stolz. Alter, es läuft wie meine Urgroßmutter. Die sieht momentan auch so aus wahrscheinlich, so ein bisschen skelettisch. Alter. Mann, was ist... Oh, geköpft. Nice. So, erstmal hier gucken, was es hier gibt. Ey, wenn das nicht... Wenn sich das hier nicht lohnt, ne, dann raste ich aus. Ja, eine Bank. Nach diesem kräftigen und harten Kampf setze ich mich erstmal hin. So, was haben wir denn hier? Ach. Jawohl. Jawohl. Ja, nice. Münze. Ich habe gerade was gehört. Alter, wo bin ich hier? Boah, das sind wieder Würmer. Ah, ihr seht es gerade nicht. Aber ich schüttle den Kopf. Ich schüttle einfach den Kopf. Die kann ich doch auch nicht leiden. Weil die immer wlappen. Hier ist es anscheinend nicht übel, üblich. Lol. Das hätte ich nicht gedacht. Ist das ein Ghoul? Oh mein Gott. Oh, das sind drei Ghule.
Nein, scheiße. Oh mein Gott. Ich merke mir den Ort mal, ne? Ich komme hier später nochmal wieder. Oh mein Gott, scheiße. Ich komme wieder, wenn ich... Oh. Ich habe ein Problem. Der Ghoul verfolgt unendlich. Der Ghoul verfolgt unendlich. Ich habe ein Problem. Ich habe ein mieses Problem. Ja. 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 Alter, Leute. Ich wette, das übelster Loot drin in der Höhle. Aber um ehrlich zu sein, ich habe zwar einen Ghoul gelegt vorhin, also im letzten Part habe ich einen Ghoul gelegt, aber erstens war es auch wieder richtig mit Aufwand verbunden und zweitens auch ein bisschen Glück. Ich bin einfach zu schwach dafür. Ja. Und da es ja nicht mein Hauptziel ist, da diese Höhle zu erkunden, und ich da auch, also erkunden mache ich eigentlich erst, wenn ich wenigstens auch mal ein bisschen was kann. Ich habe zwar ein neues Schwert, aber irgendwie ist es immer noch nicht das Beste. Und Rüstung ist richtig schlecht. Ah, jetzt bin ich hier. Genau, ich bin ja da durch diese Kanalisation da gegangen. Gut. So, Quest. Petty. Warte, wo war denn das? Hier. Genau, das habe ich. Petty. Als nächstes wollte ich das hier, ne? Genau, ich wollte darüber fliegen. Das heißt für mich, ich muss... Wartet. Zur Hafenstadt. So, jetzt ist der Part auch schon wieder fast vorbei, kann man sagen. Ja. Nicht meine Schuld. Wieso bin ich überhaupt hier? Hallo? Was ist? Wo ist denn dieser Typ? Na gut. Dann gehe ich jetzt erstmal pennen. Dann gehe ich zu diesem Ort, wo ich schweben konnte. Dann schwebe ich da drüber. Und... Warte mal. Ne, pennen. Pennen konnte ich hier. Und dann gucke ich noch da, was da ist. Ja doch, ich glaube, das machen wir noch. Renn. Schneller. Renn doch, mein Junge. Junge. Wehe, es regnet. Wehe. Gut. Ich habe doch auch Lernpunkte, ne? Wartet. Warte mal, ich konnte irgendwo ein Inventar. Ich hab doch einen Maus-Shortcut für Inventar, oder nicht? Anscheinend nicht. Okay. Oh, was mache ich denn? Ich muss hier lang. Oder? Da, 10 Lernpunkte. Alchemie muss ich noch lernen. Schriftrollen erstellen wollte ich noch lernen.
Und ansonsten dann halt nur in Stärke oder sowas. Gut. Das eine macht man aber bei der Vulkanfeste und das andere im Banditenlager. Hallo. Lass uns. Dietriche, ich habe einen Haufen Dietriche. Wieso hat eigentlich keiner mal einen vernünftigen. Eine vernünftige Armbrust? Was ist da los? So, das dauert ja ein bisschen, bis wir da sind. Dann erzähle ich euch mal eine schöne Geschichte. Es war einmal der Dieter, ne? Und der Dieter war auf einer grünen, langen Wiese, man könnte sagen, eingesperrt. Eingesperrt deswegen, weil die Wiese so lang und so grün und so weit war, dass, ihr könnt euch das vorstellen wie in der Sahara, ne? In der Sahara ist man ja auch einfach so in der Mitte und man weiß nicht, wo man hingehen soll. Und genau so war das bei dem Dieter. Da war der und überall war halt Wiese und Sonne und schöne Wolken. Er wusste einfach nicht, wo er lang gehen sollte, ne? Dann, nur ist halt bei der Wüste ist es halt so, da ist es richtig heiß und nachts ist es richtig kalt und beim Dieter da war schon schön, ne? Also man konnte sich auf den Boden legen und die Sache genießen. Okay. Aber irgendwann will man da ja auch weg. Und er dachte sich so, ja, wie mache ich das? Wie komme ich jetzt hier am blödsten weg? Und dann hat er sich, nice. Dann hat er sich aus, ich glaube es waren 5876 Grashalm, eine Art, wie soll man das beschreiben? So eine Art Roller gebaut, ne? Der so mit Wind und so selbstgetrieben fahren konnte. Und so eine kleine Version natürlich. Mit Stroh, mit Grashalm. Mit Grashalm hat er es auch zusammengebunden. Und dann ist er damit so 5 Kilometer nach Süden und Norden, was auch immer das war, halt in eine Richtung gefahren. Ich glaube, ich bin bald da. Und fand dann plötzlich ein Loch. So kann man es gut beschreiben. Also er ist einfach in so eine Nische gefallen und war dann so in so einer kleinen Abhebung. So. Und da ich jetzt hier bin, ist die Geschichte natürlich zu Ende. So. Wir speichern vorher natürlich ab. So, ich gehe mal hier hin. So, magischer Schutz, Skelett beschwören. Ja, easy. Schön. Gut, dann erkunden wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ach, die wieder. Grabmotten. Andere Form. Nein, warte. Kann ich mal aufhören? Kleiner Smaragd. Edles Schwert. Ein Grab. Es ist in Ordnung, aber ich habe natürlich ein besseres, ne? Ein besseres. Toll, hier ist nix. Hey, warte mal. Nee. Ist hier nicht ein Grab?
Wartet. Oh. Wieso bin ich denn? Ich dachte, es wäre... Ja, ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Schön. Ja, irgendwie ist das nicht das, wo ich sein wollte. Scheiße. Scheiße. Gut, hier ist nichts mehr, glaube ich. Hä? Lol, Goldmünzen. So enden wir alle mal. Nee, nee, nicht alle. Nee, hier ist wirklich nichts mehr. Ja, ich dachte, irgendwie gibt es ein bisschen mehr. Schade. Da hätte ich das ja vorhin schon machen können. Toll. Also wir in die Hafenstadt. Also dieses Grab holen wir uns auf jeden Fall noch, damit wir wenigstens ein Grab pro Folge schaffen. Oh. So, aber ich muss schon da raus wieder, ne? Ja. Gut, dann kann ich euch eigentlich die Geschichte weitererzählen. Ich guck nur mal kurz, ob... Ja, doch, hier ist ein guter Weg. Gut. Spreche noch kurz mit dem. Bla bla bla. Ja, wo bin ich denn stehen geblieben? Beim Dieter, der hat sich einen Wagen, einen Roller gebaut. War dann in dieser Kuhle, genau. Wobei, ich glaube, es lohnt sich nicht weiter zu erzählen. Ich bin ja gleich da. Ne, ne, machen wir noch irgendwann. So, nochmal kurz gucken. Questcode. Okay. Wartet. Bei dem Baum. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich lasse mal die Karte auf. Das ist hier, genau. Dann hier. Das müsste das sein. Hier ist was vergraben. Jetzt zieht er wieder die Truhe aus dem Sand, ne? Er buddelt? Passiert überhaupt nichts. Hier kein bisschen. Er tut so, als ob er buddeln würde. Und dann, ne, irgendwie kann ich das nicht. Irgendwie passiert da ja gar nichts. Ich mach's einfach mit purer Gewalt. Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Ah, hier. Alter, das ist voll schwer, das so mit Gewalt rauszuziehen. Nice. Ein Grab. Damit hätten wir den zweiten. Als nächstes widmen wir uns... Alter, wie kommt man denn da hin? Da ist ja nicht mal eine... Na egal. Dem widmen wir uns als nächstes. Ich glaube, da muss ich von dem Bauernhof hier hoch, ne? War da nicht auch irgendwas beim Bauernhof? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also wir fahren jetzt erstmal zum Banditenlager. Oh yeah. Dann lernen wir erstmal bei Alchemie. Eigentlich brauche ich Alchemie erstmal noch nicht. Kannst du mich? Ich hole mir einfach nochmal Stärke. Ich will. Gut so. Ich. Gut. Oh. Weil Stärke skaliert, habe ich gelesen. Also, wenn man mehr Stärke hat, dann macht die Waffe auch mehr Schaden. So. Gut. Den nächsten Part werden wir dann das nächste Grab holen. Tschüss.